Das ist eine Lernübersicht mit allen wichtigen Schritten zur Lösung der Aufgaben, die mit linearen Funktionen zu tun haben. Eine der wichtigen Lektionen ist, wie man eine Funktion zeichnet. Wenn man das tun möchte, muss man wissen, wie eine Funktion als Gleichung aussieht, weil die ist am Anfang in der Aufgabe gegeben. Die fängt mit y an, dann kommt die Steigung m, dann gibt es immer die Variable x und am Ende kommt der y-Achsenabschnitt, der mit n bezeichnet wird. Erster Schritt. Die hintere Zahl, also das n, wird auf der y-Achse eingetragen. Der zweite Schritt ist, dass man von dort aus eine Einheit nach rechts geht. Es gibt manchmal Aufgaben, wo die Steigung m keine normale Zahl ist, wie 2 oder 3, sondern ein Bruch. Das sind die Aufgaben, wo man nicht unbedingt eine Einheit nach rechts gehen sollte. Man kann die dann auch lösen, indem man den Nenner und den Zähler des Bruches nutzt. Bei den meisten Aufgaben steht da aber eine Zahl, dann geht man immer eine Einheit nach rechts. Brüche, wie zum Beispiel 6/5 oder sowas, die kann man auch als Kommazahl umwandeln. Und dann kann man auch damit arbeiten. Das ist also an der Stelle nicht so wichtig. Wenn man dann eine Einheit nach rechts gegangen ist, geht man von dort aus, wo man da gelandet ist, so weit nach oben oder unten, wie einem die Zahl m sagt. Das heißt, ich gehe m Schritte oder m Einheiten nach oben oder unten. Wenn m minus 2 ist, gehe ich 2 Einheiten nach unten. Wenn m 3 ist, dann gehe ich 3 Einheiten nach oben. Dort, wo man dann landet, markiert man sich diesen Punkt, zum Beispiel mit einem Kreuz. Am Anfang hat man also den Wert auf der y-Achse eingetragen, das war das n, und jetzt am Ende hat man ein Kreuz gemacht. Diese zwei Stellen, die verbindet man einfach nur noch. So. Das war's auch schon und dann hat man eine Funktion gezeichnet. Kleines Beispiel dafür. Angenommen, die Funktion lautet y gleich 2x plus 1. Dann würde ich in meinem Koordinatensystem erstmal die plus 1 eintragen, dann würde ich hier oben hinlaufen. Die markiere ich mir. Dann laufe ich eine Einheit nach rechts, von dort aus zwei Einheiten nach oben, mache mir dort ein Kreuz und diese beiden werden verbunden. Genauso bei einer anderen Aufgabe, wie zum Beispiel y gleich minus 0,5x minus 4. Da würde ich erst mit der minus 4 starten. 1, 2, 3, 4 wäre hier unten. Würde ich wieder eine Einheit nach rechts laufen. Dann steht eine minus 0,5. Ich würde eine halbe Einheit nach unten laufen, mir dort ein Kreuz setzen und diese beiden Stellen dann verbinden. Manchmal gibt es auch Aufgaben, wo nicht steht, dass man direkt die Funktion zeichnen soll, sondern da steht zum Beispiel erst ein Punkt P oder man nennt ihn auch anders. Also die haben zwei Zahlen hier, 3 und 2, 4 und 3 oder keine Ahnung. Und dann hat man dort von dort aus eine Steigung gegeben. Man weiß irgendeine Zahl, zum Beispiel 4 oder so. Dann, wenn das so gemacht ist, dann weiß man die Funktionsgleichung vielleicht noch gar nicht. Dann würde man erst den Punkt P eintragen. Erst auf der x-Achse irgendwo hinlaufen, so viel wie da steht. Dann nach oben laufen, y-Einheiten nach oben laufen. Und von dort aus würde man dann eine Einheit nach rechts und vier Einheiten nach oben laufen und hätte auch zwei Punkte, die man verbindet. Dafür muss man also vorher wissen, dass man, wie man den Punkt P einträgt. Also x-Einheiten nach rechts laufen und y-Einheiten nach oben laufen. Ja. Bei den normalen Aufgaben steht aber die Gleichung schon vorher da. In der zweiten Lektion geht es darum, dass man eine Gleichung bestimmt. Das ist der umgekehrte Weg von Lektion 1. Dort hatte man die Gleichung, musste eine Funktion zeichnen und jetzt geht es andersrum. Jetzt hat man einen gezeichneten Graphen, eine Linie,
meist eine Gerade, und dann muss man eine Gleichung dazu aufschreiben. Das heißt, als Bild wäre das so vorzustellen, dass du erst ein Koordinatsystem schon gegeben hast und du hast eine Linie dadurch. Dann sollst du eine Gleichung bestimmen, und die sieht ja so aus wie immer. Das ist dann y, dann hast du eine Zahl, die da rein soll, das wird die Steigung sein. Dann kommt das x, und am Ende kommt wieder die Zahl, die mit dem y-Achsenabschnitt zu tun hat, dran. Also die nennt man m und die nennt man n. Wie startet man? Als erstes startet man auf der y-Achse und sucht sich diesen Punkt hier raus. Diese Zahl liest man einfach ab. Also diese Stelle, das ist der y-Achsenabschnitt, so nennt man den. Weil das ein sehr langes Wort ist, nenne ich das auch n einfach, geht kürzer. Die liest man ab. Hier wäre das jetzt zum Beispiel eine plus 1. Hier unten könnte man eine minus 1 ablesen. Hier unten wäre zum Beispiel minus 3. Das sieht man auf dem Koordinatsystem, weil die Achsen dort eine Skala haben. Und diesen y-Achsenabschnitt, den liest man einfach ab und trägt den hinten in der Funktionsgleichung ein. Einfach als Zahl. Das heißt, hier hinten kommt dann diese Zahl hin. Wenn dort eine 1 steht, trage ich hier hinten eine plus 1 ein. Wenn hier eine 2 steht, würde ich eine plus 2 eintragen. Wenn dieser Punkt hier auf der Stelle, auf der Seite wäre und ich wäre hier bei minus 4, dann würde ich hier eine minus 4 eintragen. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt. Die Steigung fehlt noch. Und für die Steigung brauchen wir vorher ein paar kleine Minischritte, die wir durchführen müssen. Als erstes sucht man sich zwei Punkte aus im Koordinatensystem, die man sehr gut ablesen kann. Mache ich jetzt mal. Angenommen, das wäre dieser hier und dieser hier. Gut ablesen bedeutet, dass die genau auf dem Koordinatengitter drauf liegen und nicht irgendwo dazwischen. Wenn man diese zwei Punkte hat, manchmal gibt es auch mehr, man braucht aber nur zwei, dann verbindet man diese Punkte, indem man ein Dreieck zeichnet. Und das geht so. Der dritte Schritt ist also Dreieck zeichnen. Man nennt das auch Steigungsdreieck. Das sieht das so aus, dass man erst waagerecht läuft und dann nach oben läuft. Okay, wir haben das Dreieck gezeichnet. Das sieht dann so aus. Als Symbol, und die Linie, um die es ging, die geht halt durch die Punkte, die wir uns ausgesucht haben. Die zwei Punkte, die man sich aussucht, müssen ja auf der Linie sein. Wenn man dieses Dreieck gezeichnet hat, hat man eine Höhe und eine Breite. Und wenn ich die Steigung jetzt haben möchte im nächsten Schritt, das ist der letzte Schritt, muss ich einfach nur dieses m, kriege ich dann, indem ich die Höhe geteilt durch die Breite rechnen. Da kommt dann eine Zahl raus. Und diese Zahl, die hier rauskommt, die nehme ich und die schreibe ich dann hier oben hin. Also vor das x. Ja, und dann hat man seine Funktion, die ist dann fertig. Was man beachten muss hier, manchmal sieht die Linie, die hier in grün gezeichnet ist, halt nicht so aus, sondern die sieht dann so aus. Das heißt, die zwei Punkte, die ich dann aussuche, wären dann zum Beispiel die beiden. Da kann ich ja jetzt nicht das Dreieck in diese Richtung zeichnen wie gerade, sondern müsste erst nach rechts laufen und dann nach unten. Wenn das der Fall ist, unterscheidet sich die Rechnung im letzten Schritt D eigentlich gar nicht. Ich kann auch hier Höhe durch Breite teilen und kriege meine Zahl, die ich vorne in der Gleichung eintrage. Aber du merkst, dass diese Linien in verschiedene Richtungen laufen. Diese Linie, die steigt nach oben, diese Linie, die fällt nach unten. Man guckt nämlich immer von dieser Seite drauf, kommt sozusagen von dieser Seite und muss dann nach oben laufen. Hier kommt man auch von der Seite und muss nach unten laufen, also immer von links nach rechts wird geschaut. Wenn das der Fall ist, in diesem Beispiel, wird die Steigung negativ. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel hier die Breite 2 haben und die Höhe
wäre zum Beispiel 4. Dann gehe ich aber 4 Schritte nach unten. Das ist also eine minus 4. Und Höhe durch Breite wäre dann minus 4 geteilt durch 2. Dann kommt dann eine minus 2 raus als Steigung. Und diese minus 2, die nehme ich dann und trage sie oben in diese Gleichung an diese Stelle ein. Und dann habe ich ja die hintere Zahl im ersten Schritt schon bestimmt und jetzt im zweiten Schritt die vordere Zahl. Das heißt, man braucht für Schritt D halt diese Schritte B und C vorher, damit man sie bestimmen kann. Die dritte Lektion ist eigentlich eine, die du schon aus Klasse 5 kennst. Da geht es darum, wie du einen Punkt überhaupt einträgst. Das ist sozusagen Grundwissen. Wenn du einen Punkt hast, besteht der immer aus einer x- und einer y-Koordinate. Im Beispiel jetzt soll das zum Beispiel eine 2 und eine 3 sein. Also hier vorne steht eine 2 und hier eine 3. Wenn das der Fall ist, dann würdest du erst mit der 2 starten, der Zahl, die vorne steht, und von deinem Nullpunkt im Koordinatensystem 2 Einheiten nach rechts laufen. Von dort aus gehst du dann 1, 2, 3 Einheiten nach oben und wärst an dieser Stelle. Das heißt, der Punkt 2, 3 wäre hier. Es gibt verschiedene Eselsbrücken, wie man sich das dann merken kann. Eine davon ist zum Beispiel, dass du dir das vorstellst, als ob das ja eine Straße wäre. Die geht ja auch eher in die Waagerechte. Und Häuser, die gehen ja dann nach oben. Das heißt, die erste Zahl, die sagt mir sozusagen die Hausnummer. Die suche ich auf dieser Achse x. Hier würde normalerweise im Koordinatensystem auch ein x stehen. Wenn dort also eine 2 steht, würde ich zum zweiten Haus laufen. 1, 2. Y gibt mir dann die Anzahl der Stockwerke an. Wenn da zum Beispiel minus 1 steht jetzt, dann gehe ich ein Stockwerk nach unten und würde hier landen. Diese Eselsbrücke ist etwas sinnvoll, damit man halt nicht vertauscht, was die Zahlen bedeuten. Es gibt ja das Problem, dass wenn man die Zahlen vertauscht und macht die 2 auf dieser Achse und die 3 auf dieser Achse, das wäre falsch. Das kannst du dir dann aber halt dadurch leicht merken. Man läuft ja nicht erst in das Haus hoch, um dann in ein und dann wechselt man das Haus. Das macht ja keinen Sinn. Sondern man sucht sich erst das richtige Haus aus und geht dann die Einheiten hoch. Bei einem anderen Beispiel, wie zum Beispiel minus 3 und minus 4, würde ich jetzt drei Einheiten nach links laufen. Hier wäre minus 3. Dann würde ich 1, 2, 3, 4 Einheiten nach unten laufen. Dann würde ich hier sein. Manchmal gibt es nämlich die Aufgabe, dass man 2 Punkte eintragen soll. Da muss ich ja wissen, wie ich das mache. Und bei linearen Funktionen geht es dann darum, dass man die Punkte meistens verbindet und dann zum Beispiel wie in Lektion 2 ein Steigungsdreieck zeichnet und dann die Höhe bestimmt, die Breite, dadurch die Steigung rauskriegt, vorne einträgt. Dann den Y-Achsenabschnitt kann man ja auch noch ablesen und hinten eintragen. Also alles das, was du in Lektion 2 gelernt hast. Aber wenn die Aufgabe damit beginnt, dass man Punkte eintragen soll, muss man ja wissen, wie man das an den Stellen überhaupt macht. In der vierten Lektion geht es darum, eine Wertetabelle auszufüllen. Eine Wertetabelle ist eine Sammlung von Daten, Werten, die zusammengehören. Zu einem X-Wert gehört auch immer ein Y-Wert. Und die beiden zusammen, die bilden einen Punkt im Koordinatensystem, so wie du es in Lektion 3 gelernt hast. So kann man die Wertetabelle jetzt nicht ausfüllen, man weiß ja nicht, was man hier eintragen soll. Deshalb steht in der Aufgabe eigentlich auch immer eine Gleichung. Zu y gehört zum Beispiel die Gleichung 2x minus 4. Das könnte eine Gleichung sein. Wieder mit Steigung und y-Achsenabschnitt. Das heißt, ich brauche eigentlich diese Wertetabelle nicht, um diese Gleichung zu zeichnen. Es geht wirklich nur darum, erstmal die Werte überhaupt zu bestimmen. Es kann aber im zweiten Schritt manchmal danach gefragt sein, dass man diese Punkte halt einträgt. Wie füllt man das jetzt aus? Als ersten Schritt nimmst du dir den x-Wert, das wäre in diesem Fall die 0. Und alles, was in der Gleichung um das x herumsteht, also die 2 und die minus 4, die schreibst du daneben. Dann musst du noch wissen, dass zwischen einer Zahl und einem x, wenn da nichts anderes ist, immer noch ein Mal ist. Das wäre hier an dieser Stelle.
Und dann rechnet man das aus, 2 mal 0 minus 4. Das kann man auch so in den Taschenrechner eingeben. Man würde hier auf minus 4 kommen. Und die trägt man dann bei der 0 ein. Ja, und diesen Schritt wiederholst du jetzt mit allen weiteren Zahlen, die in der x-Reihe stehen. Das heißt, du schreibst wieder die Gleichung ab und an die Stelle, wo das x steht, kommt die neue Zahl. In der linken Tabelle wäre das jetzt die 1. Und schon hast du die nächste Rechnung, 2 mal 1 minus 4. 2 minus 4 sind dann minus 2. Und diese minus 2 trägst du oben ein. Und die Wertetabelle hat so viele Schritte, wie die x-Zeile Zahlen hat. Ne? Meistens sind das so 4 bis 5, manchmal auch mehr. Macht man also einfach mit jeder Zahl, dass man das an diese x-Stelle schreibt, man sozusagen an diese x-Stelle schreibt man die x-Zahl natürlich rein. Wichtig ist, dass man die hier vorne und die hier hinten nicht verändert. Schwieriger wird es, wenn du Zahlen hast, wo vorne ein Minus auftaucht. Dort musst du ein bisschen aufpassen. Dort würdest du jetzt, wenn das auch die gleiche Sache wäre, wie zum Beispiel 2x minus 4, eigentlich alles ja gleich machen. Du würdest die 2 abschreiben, die minus 4 abschreiben. Und hier müsstest du jetzt ja die minus 1 für das x hinschreiben. Tust du auch. Minus 1. Dann sieht das aber ein bisschen komisch aus, weil wir haben kein Malzeichen mehr. Das fehlt noch. Das heißt, diese minus 1 haben wir eingesetzt, aber hier vorne muss doch ein Malzeichen hin. Und weil in der Mathematik man es eher vermeidet, dass man Rechenzeichen direkt nebeneinander schreibt, wie hier das Mal und das Minus, setzt man diese minus 1, wenn man es hinschreibt, in Klammern. So würde dann die Rechnung aussehen. Wenn man 2 mal minus 1 rechnet, hat man minus 2. Und minus 2 minus 4 ist minus 6. Diese minus 6 setzt man ein. Man kann diese Rechnung auch komplett in den Taschenrechner eingeben und kommt dann direkt bei minus 6 an. Ja, das wiederholt man auch wieder mit allen anderen Zahlen. Hier wäre das dann die 2 plus 4. Und der zweite Wert wäre halt minus 2. 2 mal minus 2 sind minus 4. Minus 4 minus 4 wären minus 8. Und dann würde man die 0 einsetzen und 2 mal 0 minus 4 rechnen. Und dann wären wir bei minus 4. Und 2 mal 5 sind 10. Minus 4 sind 6. Und so füllt man Wertetabellen aus. Es gibt noch einen dritten Fall, der nochmal ein bisschen komplizierter ist, und das ist der Fall, wenn in der Gleichung auch noch vorne ein Minuszeichen steht. Dieses Beispiel machen wir auch noch einmal. Zum Beispiel könnte ja hier y nicht 2x minus 4 sein, sondern minus 3x minus 4 zum Beispiel. Das heißt, man hat hier vorne auch noch ein Minuszeichen. Und ganz kompliziert wird es, wenn ich hier noch vorne auch noch Minuszeichen habe. Da muss ich ein bisschen mehr auf Vorzeichen achten. Im ersten Fall mit der 0, erster Schritt, würde man wieder die Gleichung einfach abschreiben. Und an die Stelle von dem x würde ich die 0 schreiben, das Malzeichen nicht vergessen. Das ist nicht so kompliziert. Minus 3 mal 0 ist 0, minus 4, 0 minus 4 ist dann minus 4. Okay, im zweiten Schritt sieht das aber dann so aus. Minus 3, minus 4 werden abgeschrieben und ich setze die minus 1 ein. Wieder das Malzeichen, Klammer nicht vergessen, dann sieht das so aus. Minus 3 mal minus 1 ist 3 und dann die minus 4, 3 minus 4 gibt dann minus 1. So, jetzt gibt es ja viele, die ein bisschen Probleme haben damit, wenn so viele Minuszeichen da drin stehen, das auch richtig auszurechnen. Wenn ich das in den Taschenrechner eingebe, sollte ich darauf achten, dass ich diese Taste finde. Diese Taste ist wichtig, um Minuszeichen, die ganz vorne in der Rechnung stehen, auch wirklich einzutippen.
Im Taschenrechner würde das dann nämlich so aussehen. Erst diese Taste drücken, dann die 3, dann das Malzeichen, die minus 1. Da können viele Taschenrechner das auch ohne Klammer eingeben. Häufig muss man aber an der Stelle wieder dieses Minus eingeben und minus 4 ganz normal. Dann erst kommt man auf die richtige Lösung mit der minus 1. Probier es selbst an der Stelle einfach mal aus, dass du bei minus 1 auch ankommst. Der häufigste Fehler ist hier wirklich, dass die Leute dieses Minuszeichen mit dem normalen Minuszeichen eingeben. Und wenn man das macht, dann weiß der Taschenrechner nicht, wovon soll er das denn hier abziehen. Er sieht das nämlich dann nicht als Vorzeichen, sondern als eine Minusrechnung wirklich und setzt hier vorne häufig die Abkürzung ANS für Antwort, Answer ein und nimmt das Ergebnis, was letztes Mal im Taschenrechner irgendwann mal drin stand, und rechnet damit weiter. Dann kommt natürlich nicht diese Rechnung raus, sondern es wird mit einer alten Zahl vermischt und dann kommt man auf Fehler. Schreiben wir uns das nochmal kurz in Schritten auf. Also das, was du beachten solltest, ist: Schreibe bei jedem x-Wert die Gleichung erst hin und ersetze das x durch die Zahl. Und mit Zahl sind natürlich diese Zahlen hier gemeint. Und diesen Schritt, den wiederholst du die ganze Zeit. Genau. Wichtig wäre halt einfach nur, dass du dich bemühst zu lernen, dass du auf Vorzeichen achtest. Also beim Hinschreiben wäre es wichtig, dass du Zahlen wie minus 1, die du einsetzt für das x, wenn du sie in die Gleichung einsetzt mit minus 1, so aufschreibst, weil da fast immer dann vorher ein Mal ist. Das wäre der wichtigste Schritt. Das kommt aber halt nicht immer vor. Und auch eine Sache, die du beachten sollst, sind Minuszeichen am Anfang. Gibt man im Taschenrechner mit dieser Taste ein. Und weil das eben nicht immer vorkommt und man sich das hier nur merkt, werden viele Wertetabellen halt falsch ausgefüllt. Diesen Schritt hier nennt man auch Einsetzen. Also, man nimmt den Wert und setzt diese Zahl, die da oben steht, für das x ein. Ja, du hast also immer eine Gleichung ymx plus n, wobei n und m Zahlen sind, die schon da sind. Man nimmt den x-Wert, setzt den einfach ein und dann steht da Zahl, Zahl, Zahl und dazwischen sind Rechenzeichen. Man kann das y dann ausrechnen. Das ist eine Wertetabelle. In der fünften Lektion geht es darum, den Wert der Steigung, das m, zu berechnen, wenn man einen Punkt gegeben hat. Was man auch dann in diesem Fall auch immer gegeben hat, ist eine Gleichung wieder, die wieder so aussieht, y gleich, dann kommt eine Zahl, dann kommt das x, dann kommt wieder das n. So, wenn ich das m berechnen soll, ist dieser Teil der Gleichung gar nicht gegeben. Also das m fehlt halt. Aber das, was am Ende steht, dieses n, das ist gegeben. Das habe ich schon. Das heißt, in der Aufgabe würde nicht y gleich mx plus n stehen, sondern sowas wie y gleich m mal x minus 2 zum Beispiel. Da hinten steht dann schon eine Zahl. So, es sind ganz schön viele Buchstaben, deshalb kann man das jetzt noch nicht sofort rechnen. Aber man hat ja zusätzlich noch einen Punkt. Deshalb klären wir das erstmal an einem Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann. Tun mal so, als ob es wirklich diese Gleichung wäre. Y m mal x minus 2. Und einen Punkt hat man auch in der Aufgabe schon, sowas wie 3 und 4. Aus Lektion 3 weißt du, dass die erste Zahl für das x steht und die zweite für das y. Und jetzt musst du nur diesen Wert nehmen, der ja für das x steht,
und den einsetzen in diesen in dieser Variable, ähnlich wie bei der Wertetabelle. Und das y nimmst du auch und setzt es gleichzeitig hier ein. Dann steht hier eine ganz andere Gleichung. 4, das m wissen wir noch nicht. Dann das x ist dann die 3 und die minus 2 steht hinten. Jetzt sieht das doch schon ein bisschen besser aus. Ja, und jetzt geht es darum, wie man das ausrechnet. Der erste Schritt ist jetzt das Einsetzen gewesen. Also den Punkt, die Werte des Punktes einsetzen in die Gleichung. Soweit sind wir jetzt. Der zweite Schritt ist, dass man versucht, das m alleine zu kriegen und dabei stört die 2. Das heißt, hinten, die Zahl, die man hat, die minus 2, das ist ja das n, das muss rüber. N auf die andere Seite. Und auf die andere Seite bedeutet, dass man das Fortzeichen wechselt. Ja. Das heißt, man rechnet das Gegenteil von dem, was da steht. Aus minus 2 rechnet man plus 2. Aus plus 2 würde man minus 2 rechnen. In diesem Fall muss man also das Fortzeichen wechseln. Ganz wichtig, nicht vergessen. Hier würde man also jetzt plus 2 rechnen. Das bedeutet, dass man auf der anderen Seite 4 und diese plus 2 zusammenrechnet. Dann steht da eine 6. Und auf der anderen Seite darf ich die 2 jetzt weglassen. Dann muss ich die 2 sogar weglassen. Da steht halt immer noch m und mal 3. Das m ist immer noch nicht alleine, also kommen wir zum dritten Schritt. Das, was da steht, ist die mal 3. Man rechnet also durch dieses x. Mal 3. Das ist immer dort ein Malzeichen und du rechnest jetzt einfach durch das x, also teile durch die Zahl, die da steht, in diesem Fall die 3. Aber da wir die Schritt allgemein aufschreiben wollen, teile durch die Zahl neben deinem m. Durch die Zahl neben dem m. In diesem Fall also geteilt durch 3. Wieder rechnet man auf der anderen Seite 6. Geteilt durch 3 ist hier eine 2. Und schon hat man m raus. Manchmal wird noch verlangt, dass man die Gleichung wieder hinschreibt. In diesem Fall würde man also hier oben hingucken. Dort hatte man mx plus n. Und die Gleichung war ja schon eine Aufgabe gegeben, mx minus 2. Jetzt würde ich halt das m nicht mehr hinschreiben, sondern die Lösung für m, also die 2. Den Rest schreibe ich ab. Ja. Also eine Gleichung ist immer dann vollständig, wenn ich an diesen beiden Stellen die Zahl stehen habe, die ich brauche. Y und x, die dürfen als Buchstaben stehen bleiben, weil man die ja Variablen nennt. Das andere sind Parameter. Also der Wert für die Steigung, der Wert für den Y-Achsenabschnitt. Damit ist die ja eindeutig bestimmt. Ich kann die ja zum Beispiel zeichnen. Ja, und das war's schon. So berechnet man den Wert von n. Erst setzt man den Punkt in die Gleichung ein. Das n bringt man auf die andere Seite. Dabei wechselt man das Vorzeichen. Dann rechnet man immer noch geteilt durch die Zahl, die neben dem m steht. Wenn man den Wert m berechnen kann, kann man auch den Wert n berechnen. In diesem Fall würde ich wieder eine Gleichung in der Aufgabe haben und einen Punkt, den man einsetzen kann. Das läuft sehr ähnlich wie das, was wir gerade gemacht haben. Also als erstes setzt man den Punkt wieder ein. Punkt in die Gleichung einsetzen. Es gibt auch nichts anderes, was du hier groß tun kannst. Also wieder Lektion 3. Du weißt, dass das erste für x steht, das zweite für y. Das heißt, die minus 3, die muss an der Stelle x stehen. Und die 4, die muss an der Stelle y stehen. Den Rest der Gleichung wieder abschreiben. Und wir vergessen nicht, dass hier wieder ein Malzeichen versteckt ist. Das heißt, es muss auch hier hin. Und die minus 3 schreibe ich noch in Klammern, weil das eine negative Zahl ist. Ja, der erste Schritt ist damit passiert. Der zweite.
Bei diesem Fall hat man am Anfang schon immer hier zwei Zahlen nebeneinander stehen und die rechnet man am besten direkt aus. Also die zwei Zahlen, die nebeneinander stehen, multiplizieren, damit man nur eine Zahl hat. 2 mal minus 3 wäre hier minus 6. Den Rest schreibt man wieder ab. Der letzte Schritt, man muss n alleine machen, alleine stehen lassen und da stört die minus 6. Also die Zahl, die neben dem n ist, die muss wieder auf die andere Seite, die Zahl neben n, auf die andere Seite. Ja, 4 und minus 6. Also hier rechne ich also plus 6, wieder mit dem Vorzeichen aufpassen. Immer wenn etwas auf die andere Seite kommt, muss ich darauf achten. 4 plus 6 ergibt hier die 10 und das n darf ich alleine stehen lassen. Falls ich die Gleichung aufschreiben muss, steht das in der Aufgabe. Steht dann nicht berechne den Wert für n zum Beispiel und dann stelle die Funktionsgleichung auf, dann müsste ich das jetzt noch machen. Und dann gucke ich am Anfang in der Aufgabe, dort steht 2x und hinten steht das n und das habe ich ja jetzt ausgerechnet. Das musst du dir halt merken wieder, dass die Funktionsgleichung dann vollständig ist, wenn du y und x schreiben kannst und du hast den Wert für m und du hast den Wert für n. Vertue dich nicht, die Funktionsgleichung ist so komplex, also hier dürfen jetzt nicht die Zahlen stehen, die im Punkt sind. Das ist ja nur einer von ganz vielen, die in dieser Gleichung dazugehören. Wenn du dich erinnerst, eine Funktionsgleichung kann man zeichnen. 2x plus 10 wäre jetzt zum Beispiel sowas. Und da gehört jeder dieser Punkte dazu. Ne? Nicht nur minus 3, minus 4, der irgendwo zum Beispiel da wäre, sondern jeder Punkt gehört dazu. Weil jeden dieser Punkte kann ich einsetzen und bekomme das passende y raus. Also eine Funktionsgleichung gehört immer y und x rein. In der siebten Lektion geht es darum, wie man eine Nullstelle berechnet. Dafür muss man erstmal wissen, was eine Nullstelle ist. Das ist eine bestimmte Stelle von unserer Funktion. Lineare Funktionen sind ja immer Linien. Und zwar Geraden. So zum Beispiel und so. Und diese Geraden, die schneiden einander, aber auch die Achsen. Das heißt, es gibt besondere Punkte. Das wären hier immer diese Schnittpunkte. Und denn die Nullstelle, ja, das ist dieser Punkt hier, der die x-Achse schneidet. Also da, wo die Funktion 0 wird. Deshalb Nullstelle. Aber was genau wird dort 0? Wenn man sich überlegt, welche Koordinaten dieser Punkt hat, dann wäre das jetzt hier auf der x-Achse irgendeine positive Zahl. Aber es geht nicht nach oben oder unten. Das heißt, dieser Wert hier hat den y-Wert 0. Und diese Funktion hier vorne, die hat auch irgendein x, das wissen wir halt nicht, welches das ist. Aber die hat auf jeden Fall den y-Wert 0. Ich muss ja nicht nach oben in irgendein Stockwerk reingehen oder nach unten. Ich bleibe sozusagen im Erdgeschoss. Das heißt, wir wissen, wenn wir eine Nullstelle berechnen sollen, diesen Wert hier. Y ist auf jeden Fall gleich 0. Und das ist auch immer der erste Schritt. Also, du weißt, dass y gleich 0 ist. Und das musst du auch einsetzen. Wo einsetzen? Du hast immer, wenn es um die Nullstelle geht, eine Funktionsgleichung. Hier nehmen wir zum Beispiel y gleich minus 2x plus 4. So, das soll jetzt mal unser Beispiel sein. So. Einsetzen, der erste Schritt, würde jetzt bedeuten, dass ich nicht mehr y schreibe, ich schreibe nämlich 0 hin. Und den Rest, den schreibe ich ab. Das wäre der erste Schritt. Minus 2x plus 4 wäre zum Beispiel jetzt so eine Linie.
Warum? Ich weiß, dass die nach unten laufen muss, minus 2. Und plus 4 würde bedeuten, dass sie irgendwo hier oben ihren Schnittpunkt mit der y-Achse hat. Das heißt, tun wir mal so, als ob diese Linie genau diese Linie wäre. Und wir wollen jetzt diesen Punkt rausfinden, diese Nullstelle. Okay, haben wir den ersten Schritt. Und wenn du die letzten Lektionen geguckt hast, dann weißt du jetzt vielleicht auch, worum es geht. Es geht darum, dass wir das x alleine hinkriegen möchten. Zweiter Schritt, der Wert hinten, hier die 4, oder das ist auch das, der y-Achsenabschnitt, das n, der Wert hinten, auf die andere Seite wieder. Also auf die andere Seite bringen. Und da muss ich immer auf das Vorzeichen aufpassen. Also Vorzeichen wieder wechseln. Das heißt, hier würde ich jetzt in dem Schritt minus 4 rechnen und das mit der anderen Seite verbinden. 0 minus 4. Okay, 0 minus 4. Und auf der anderen Seite schreibe ich wieder minus 2x einfach ab. Du musst das hier nicht unbedingt hinschreiben, du kannst es auch direkt ausrechnen. 0 minus 4 ist zusammen minus 4. Okay, Schritt 2 haben wir erledigt. Die 4 ist auf der anderen Seite. Und ich habe das auch direkt mit der Zahl ausgerechnet. Dritter Schritt. Das ist, x ist immer noch nicht alleine. Und ich teile wieder, das ist ganz wichtig, teile durch die Zahl neben dem x. Manchmal passiert es, dass man das vergisst. Teile durch die Zahl neben dem x. Und zwar, das ist ganz wichtig, dass man halt teilt, weil hier steht ein Mal, das ist das, was die Zahl und das x verbindet, also muss ich teilen. Einige Schüler sehen halt hier vorne das Minus und rechnen jetzt plus 2, das ist halt falsch. Diese Zahlen hier sind durch ein Mal verbunden und wenn ich die trennen möchte, muss ich auch geteilt erst rechnen. Also wäre hier der richtige Rechenschritt nicht plus 2, sondern geteilt durch minus 2. Wieder mit der anderen Seite verbinden. Minus 4 geteilt durch minus 2. Muss man ausrechnen. Also teile durch die Zahl. Minus 4 durch minus 2 ist 2. Und das x darf ich alleine stehen lassen. Und so bekomme ich meine Nullstelle raus. Das heißt, das x, was ich gesucht habe, also wie weit geht das in diese Richtung? Hier wären das halt wirklich nur 2 Einheiten, wenn das diese Funktion wäre. Ich weiß jetzt, dass diese Stelle hier, der Punkt 2, 0 ist.